Hochsprung, Pribeko und Onnen sicher im Finale. Der deutsche Meister Matthäus Pribeko, Leverkusen, hat bei der Heim-EM in Berlin das Hochsprungfinale am Samstag 20.00 Uhr erreicht. Dem 26-Jährigen reichten in der Qualifikation wie Eike Onnen, Hannover, 2,25 Meter. Pribeko absolvierte den Wettkampf ohne Fehlversuch, Tobias Putti, München, schied mit 2,21 Metern aus. Onnen hatte vor 2 Jahren EM-Bronze gewonnen. Dem Russen Daniil Lysenko, in dieser Saison mit 2,40 Metern Europas Nummer 1, wurde wenige Tage vor der EM die Startberechtigung als neutraler Athlet vom Weltverband IAAF aberkannt. Er hatte es versäumt, seinen Aufenthaltsort für Dopingkontrollen anzugeben. Titelverteidiger Gianmarco Tamberi, Italien, qualifizierte sich ebenfalls mit 2,25 Metern.